begrüße Sie auch sehr herzlich heute zur Vorstellung unseres Wahlprogrammes und zur Vorstellung unserer zweiten Plakatwelle, die direkt auch jetzt mit dem Wahlprogramm korrespondiert. Ich darf Ihnen zunächst vorstellen, wer an dieser Pressekonferenz teilnimmt. Meine Frau kennen Sie ja bereits. Neben mir begrüße ich sehr herzlich natürlich den Bezirksvorsitzenden der CSU München, Staatsminister Dr. Ludwig Spende und unser Wahlkampfleiter, Staatssekretär Georg Eisenreich. Wir haben auch den Clemens Drafs von unserer Agentur dabei, weil es ja auch um die zweite Plakatwelle geht, falls Sie dann Fragen zur Grafik, zum Design und diese Dinge haben, wo wir ja engstens mit unserer Agentur zusammenarbeiten. Ja, wir haben heute ein Wahlprogramm vorzustellen, das jetzt in mehreren Wochen erarbeitet wurde. Am Anfang stand ein erster Entwurf, der von mir gekommen ist, dem OB-Kandidaten der CSU München. Vorlage, die allererste, stammt natürlich von mir. Ich habe diesen Entwurf dann in die Partei gegeben. Es hat sich die CSU-Stadtratsfraktion beteiligt. Stadträte haben alle mitgearbeitet. Wir haben diesen Entwurf in den Bezirksvorstand gegeben. Die Mitglieder des Bezirksvorstandes haben sich daran beteiligt und auch weitere einzelne Mitglieder. In diesen Entwurf sind eingeflossen natürlich die Erfahrungen auch aus der Schmidtsprecher Stadtteiltour. Wenngleich das jetzt ein Entwurf eines Wahlprogramms ist, das die großen Themen der Stadt, auch in der Breite, der Fülle der Themen, die Breite der Politikfelder, um die es geht, für Münchens Zukunft anspricht. Es ist so, dass auch natürlich eigentlich ist die Stadtratsarbeit der letzten Jahre. Und aus diesem Programm heraus haben wir auch fünf Kernthemen herausgefiltert, mit denen wir jetzt die inhaltliche Debatte, auch die inhaltliche Auseinandersetzung mit den politischen Wettbewerbern fortsetzen. Ich möchte die Pressekonferenz so gestalten, dass ich jetzt gleich Ihnen die fünf Plakatentwürfe zeige. Deshalb bitte ich auch, die Plakatentwürfe umzudrehen, meine Herren. Und wir werden dann anschließend noch weiter über das Programm sprechen. So, diejenigen, die von Ihnen heute schon viel im öffentlichen Raum unterwegs sind, kennen ja bereits das erste Themenplakat, das Sie bereits an den fünf Ständen geklebt sehen, auch gepaart mit meinem Bildplakat. Wir werden die fünf Themenplakate auf den Fünferständern und den jetzt auch noch folgenden Dreier- und Zweierständern nicht alle gleichzeitig kleben, sondern wir haben vor, auch diese zweite Plakatwelle in verschiedenen Abschnitten zu kleben. Also jetzt sehen Sie das Plakat in der Mitte, das geklebt ist, und anschließend kommen dann jeweils, eben, dass die Plakate auch immer sichtbar sind zum einzelnen Thema, die weiteren Plakate. Sie sehen hier fünf Themenplakate, die, so wie ich meine, ganz konkrete Aussagen zu unserer wunderschönen, von mir geliebten Heimatstadt machen. Dabei auf Felder hinweisen, wo München nicht München bleiben kann. Ich glaube, ein einfaches Weiter so, meine Damen und Herren, kann es nicht geben. München darf nicht bei diversen Problemfeldern, wo die Bürgerinnen und Bürger seit langer Zeit schon endlich Lösungen erwarten, einfach München bleiben. Und deshalb möchte ich auch mit diesen Themenplakaten eine Debatte über die Zukunft dieser Stadt anstoßen. Eine Debatte natürlich mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch eine Debatte mit Rot-Grün. Und ich hoffe, dass Rot-Grün sich dieser Debatte auch annimmt, diese Debatte führt und sich nicht, wie in der Vergangenheit, in Allgemeinplätze flüchtet. Und deswegen habe ich auch so betont, dass Sie bei uns auch konkrete Aussagen finden, die wir schon als Gegensatz zu den Wischiwaschi-Aussagen der SPD sehen. Wenn man beispielsweise mal mit dem rechten Plakat anfängt, dann steht da, modern ist, wenn ein Kinderbetreuungsplatz kein Sechser im Lotto ist. Bei der SPD können Sie lesen, einfach ein lapidares Ja zu Familie und Beruf. Ja zu Familie und Beruf. Wir reagieren darauf, und dazu möchte ich aber betonen, dass interessanterweise unsere Plakate und auch unsere Sprüche, unsere Aussagen der Plakate vorher entstanden sind, bevor wir die Plakate der SPD kannten. Auch die Farben im Übrigen sind originär von uns entwickelt. Sie können das nachvollziehen, wenn Sie die erste Plakatwelle mit diesen fünf Motiven aus dem
Schmidt-Strecken aus der Stadtteilung betrachten. Da finden Sie nämlich unten im Abbinder immer bereits die Farben dieser zweiten Plakatwelle angelegt. Also, nachdem wir die Farben auch der SPD gesehen haben und die Plakate der SPD gesehen haben, haben wir uns gedacht, könnte diese Frage von Ihnen kommen? Nein, wir haben unsere Farben, unsere Plakate unabhängig davon entwickelt, auch die Themenfelder und auch die Aussagen. Aber siehe da, Ja zu Familie und Beruf lebt die SPD. Wir reagieren und sagen, modern ist, wenn ein Kinderbetreuungsplatz kein Sechs-Cent-Lotto ist. Also wir reagieren auf das Thema, weil es einfach kein Weiter so geben darf, sondern weil angezeigt ist, dass wir darauf hinweisen, wo gibt es Veränderungsbedarf in unserem schönen München und wie gibt es den Veränderungsbedarf. Und das kommt zum Ausdruck. Modern ist, wenn ein Kinderbetreuungsplatz kein Sechs-Cent-Lotto ist. Also, es müssen endlich die Kinderbetreuungsplätze für jedes Kind, das einen Platz braucht, hergestellt werden. Das ist zurzeit vor allem die Mittagsbetreuung, wo uns viele Sorgen und viele Anschreiben der Eltern erreichen, die keine Unterstützung bekommen, keine Räume bekommen, auch keine Beratung bekommen aus den entsprechenden Referaten. Das ist der Bedarf nach Hortplätzen, solange die Ganztagsschule nicht flächendeckend vorhanden ist. Und die Ganztagsschule ist natürlich nicht flächendeckend vorhanden, weil es dabei an Räumlichkeiten, an Mensen und so weiter fehlt. Deswegen ist unsere Aussage ganz klar, modern ist, wenn ein Kinderbetreuungsplatz kein Sechser im Lotto ist. Sie finden überall über die Plakaten Josef Schmidt, hier UB für München, die Dezenz, die Zurückhaltung, die für uns vor Weihnachten zum Jahreswechsel geboten war mit der ersten Plakatwelle, die weicht jetzt auch einem klaren Bekenntnis, Josef Schmidt, ich, der UB für München, der anbietet, dass Kinderbetreuungsplätze zukünftig kein Sechs-Cent-Lotto mehr sein sollen. Und das alles gehört für uns zu einem neuen Denken. Also in keinem weiter so, keinem damit München München bleibt, sondern lasst uns neu denken, CSU. Wer nähere Informationen haben möchte in unserem Programm zum jeweiligen Thema finden möchte, der wird dann auf der weiteren Seite hingewiesen, josef-schmidt.de/familie-und-beruf. Das ist also einmal nochmal auch eine thematische Aussage von uns, aber es ist vor allem auch nochmal der klare Hinweis für die Menschen, die sich informieren wollen, wo finden wir was, da kommt man auf die entsprechende Internetseite. Lassen Sie uns zum zweiten Themenplakat gehen, links daneben. Grün ist, wenn der Verkehr unter der Erde fließt. josef-schmidt.de/Mobilität der Zukunft. Auch da interessanterweise, ohne dass wir da auf das SPD-Plakat gewartet hätten, finde ich die passende Antwort. Wenn die SPD sagt, ja, nicht sagen lapidar Ja zu öffentlichem Nahverkehr, dann kriegen die Bürgerinnen und Bürger von uns den Anstoß einer Debatte und eine Aussage und eine Antwort. Nämlich grün ist, wenn der Verkehr unter der Erde fließt. Es beinhaltet einmal die Debatte um die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs, wo wir auf das U-Bahn-Konzept setzen, auf unser U-Bahn-Konzept setzen, auf die U-Bahn als das großstädtische, leistungsfähige, nachhaltige öffentliche Personennahverkehrsmittel. Aber es bezieht sich natürlich auch auf den Autoverkehr, den wir im Gegensatz zu anderen politischen Gruppen in der Stadt auch zukünftig für notwendig, für nicht vermeidbar halten. Wir werden weiter Wirtschaftsverkehr in der Stadt haben. Wir haben eine Zunahme des individuellen Mobilitätsbedürfnisses. Und ich glaube, dass wir da Lösungen für die Zukunft schaffen, wenn wir endlich die drei anstehenden Ringtunnels beherzt angehen, auch den Tunnel unter dem Englischen Garten und wenn wir visionär gedacht auch zukünftig einfach sehen, dass wir unter der Erde Raum haben. Das bedeutet, dass wir dann oberhalb der Erde öffentlichen Raum frei bekommen für öffentliche Nutzungen. Wir bekommen ihn frei für Fahrradspuren, wir bekommen ihn frei für Fußgänger, aber auch für den Aufenthalt im öffentlichen Raum. Das Plakat, das Sie jetzt bereits sehen, ist das Plakat in der Mitte. Sozial ist, wenn Wohnungsnot nicht nur bedauert, sondern bekämpft wird. josef-schmidt/bezahlbares Wohnen. Das ist ja eine ganz zentrale Frage. Manche haben schon geschrieben, die wichtigste Frage jetzt im kommunalpolitischen Wettbewerb. Gestern gab es ja auch eine Veranstaltung des Mieterbeirats zu diesem Thema. Und ich glaube, dass unsere Aussage die Dinge wirklich auf den Punkt bringt. Wohnungsnot darf nicht nur bedauert werden, sie muss bekämpft werden. Was heißt das? Das heißt, dass wir im Bereich des Bestandsschutzes, also des Schutzes der Mieter, die bereits eine Wohnung haben, viel auf den Weg gebracht haben über unsere landes- und bundespolitischen Vorstöße.
Das Kabinett wird sich im nächsten Monat mit der Umsetzung des Genehmigungsvorbehaltes bei Umwandlungen befassen. Wir haben noch in der christlich-liberalen Bundesregierung maßgebliche Verbesserungen im Mietrecht durchgesetzt. Eine Verlängerung der Kündigungsschutzfrist beim Münchner Entmietungsmodell, sodass dieses Modell, wie wir glauben, faktisch unterbunden wird. Wir haben die Regionalisierung der Kappungsgrenze durchgesetzt. Also wir lösen die Probleme. Ja. Und das Zweite ist natürlich im Bereich des Wohnungsbaus, der enorm wichtig ist, weil keiner eigentlich wirklich leugnet, dass wir auch mehr Wohnungen brauchen, um den ständigen Mietpreisanstieg einzudämpfen. Da geht es eben auch darum, nicht ewig nur zu reden, ja, die nächste Diskussionsrunde zu veranstalten, sondern endlich anzupacken, indem auch mehr Leute eingestellt werden im Planungsreferat, indem Bürokratie abgebaut wird, damit die Verfahrensdauern endlich verkürzt werden. Wir haben dazu eine Fülle von Vorschlägen gemacht, die erspare ich Ihnen jetzt, die will ich nicht wiederholen, finden Sie alles im ausführlichen Programm. Ja, deswegen auch ganz klar, wenn Wohnungsnot nicht nur bedauert, sondern bekämpft wird. Unser Themenplakat zu den Kliniken finden Sie als nächstes, wo wir titeln, neu ist, wenn in der Klinikleitung Kompetenz zählt, nicht das Parteibuch, Josef Schmidt, / kein Filz mehr. Auch da eine klare Aussage, die auf Missstände in diesem Bereich hinweist, die auch ein klares Gegenkonzept setzt, nämlich die Kompetenz. Insofern werden wir weiterhin inhaltlich begleiten den Sanierungsprozess der Kliniken. Wir wollen die Kliniken in kommunaler Hand halten. Wir glauben auch, dass es noch nicht zu spät ist. Entscheidend ist aber, dass Fachkompetenz einzieht und dass die sich auch auswirkt, indem endlich Sanierungsschritte auch umgesetzt werden und eine medizinische Architektur für alle 5 Häuser der Münchner Kliniken entworfen wird. Lasst uns neu denken. Ja, und dann das 5. und letzte Themenplakat dieser 2. Plakatierungswelle. Unser Schulplakat klug ist, wenn man nicht in, sondern aus maroden Schulgebäuden lernt. Josef Schmidt, Schulsanierung. Auch da wissen Sie, dass wir es sind, die jahrelang im Antrag den Plan eigentlich vorgezeichnet haben. Ja, jahrelang ergebnislos, weil wir jahrelang gefordert haben, dass das Budget zur Verfügung gestellt wird. Es hat 3 Jahre gedauert, bis es dann soweit war. Wir haben gesagt, wir brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Referat für Bildung und Sport, um da endlich jetzt die Schulgebäude sanieren zu können. Und das ist es, worauf es uns ankommt, dass wir aus diesen Versäumnissen lernen und die Dinge endlich umsetzen. In der ganzen Zeit sehen Sie ein Bildplakat von mir, auch mit unserem Slogan, lasst uns neu denken. Das finden Sie jetzt in diesen 5er-Ständern oder auch auf den 3er-Ständern, die jetzt kommen werden, immer in der Mitte, flankiert immer von den Themenplakaten zum jeweils selben Thema. Also wir wollen mit dieser Plakatkampagne jetzt die Debatte um München wirklich führen. Wir hoffen, wie gesagt, dass die anderen Parteien auch darauf einsteigen und sich nicht weiter in solchen Allgemeinplätzen verlieren. Und uns geht es darum, dass wir München neu denken und dass wir über die Zukunft dieser Stadt jetzt auch mit den Menschen kommunizieren, damit sie auch sehen können, welches unsere Konzepte sind. Das alles sind 5 wichtige Themen aus einem Programm der CSU München, unserer Partei, welches natürlich viel mehr Themen auch umfasst. Und dazu übergebe ich jetzt das Wort an den Bezirksvorsitzenden, Herr Staatsminister Spähler. Ja, vielen Dank. Sie sehen, wir gehen ganz konsequent den Weg, den Münchnerinnen und Münchnern ein Angebot zu machen. Nach dem, was sich aus unserer Sicht auch in der Wahlkampagne ausdrückt, wohl eine gewisse Ermüdung bei Konkurrenten bemerkbar macht. Aber das ist nicht unser Problem. Unsere Fragestellung war, wie können wir den Münchnerinnen und Münchner in zentralen Politikbereichen ein solches Angebot konkret und konzentriert unterbreiten. Wir tun das im Münchenplan. Das ist ein hoher Anspruch. Das ist ein Strategiepapier, das nicht nur auf eine Wahlperiode des Münchner Stadtrats angelegt ist. Wir haben versucht, die wesentlichen, das ist immer auch mit dem Anspruch auf Unvollständigkeit zu sehen, ein solches Programm. Wir haben aber versucht, die wesentlichen Politikfelder aufzugreifen und zum Teil etwa im Bereich des Verkehrs mit langfristig angelegten Konzepten auch Antwort zu geben, Rede und Antwort zu stehen. Wir haben entsprechend intensiv die Partei mit eingebunden, haben Hinweise auch natürlich aus der Bevölkerung mit aufgenommen. Und für uns ist entscheidend, dass wir mit diesem Münchenplan den Anspruch auf den Gestaltungsauftrag in dieser Stadt inhaltlich untermauern. Wir wollen mit Josef Schmidt und den Kolleginnen und Kollegen, die für den Stadtrat München und die Bezirksausschüsse kandidieren,
diese Stadt, die leuchtet, wie es auf der Medaille, mit der die Münchner Bürgerinnen und Bürger geehrt werden, auch heißt, diese ersten beiden Worte, München leuchtet. Wir wollen, dass München weiterhin leuchtet. Aber dazu ist es notwendig, dass wir insgesamt einen intellektuellen politischen Aufbruch wagen. Nämlich, wir müssen neu denken. Josef Schmidt hat ja das auch am Dreikönigstag zusammengefasst, dass München nicht so bleiben kann, wie es ist. Wer still steht, wird zurückfallen. Und das ist der Anspruch dieses Programms, das die Handschrift unseres Oberbürgermeisterkandidaten trägt. Wir sind jetzt bereit. Georg Eisenreich. Ja, nur kurz als Ergänzung. Ich weiß ja nicht, ob Sie das komplette Wahlkampfprogramm tatsächlich auch lesen werden, aber zumindest die erste Seite bitte ich Sie zu lesen, weil dort ist das, was Josef Schmidt als Leitlinien dargelegt hat, der Dialogschlüssel des ganzen Wahlkampfes und auch unsere Vorstellungen auf einer Seite zusammengefasst, die sich jetzt auch in der Plakatkampagne widerspiegelt. Wir haben vor einem Jahr begonnen, haben auch über die Homepage während der Schmidt-Sprechentour die Anliegen, die Sorgen, die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger gesammelt. Und sowohl aus der Partei als auch aus der Fraktion als auch aus der Bürgerschaft ist dieses Wahlkampfprogramm und auch die Themen, die wir jetzt benennen werden oder benannt haben, gewachsen. Wichtig ist uns, München ist eine wunderbare Stadt, München leuchtet, aber es gibt Felder, wo sich die Versäumnisse und Fehler von Rot-Grün jetzt einfach häufen, sichtbar werden und die müssen sich ändern oder die sollen sich ändern und wir bieten dafür die Konzepte und ausführlich haben wir das jetzt in diesem Wahlkampfprogramm auch dargelegt und die wichtigsten davon sind jetzt auch auf den Plakaten zu sehen. Als Ergänzung, die Plakate werden Sie auch wieder auf dem Stick bekommen, damit Ihnen das auch digital zur Verfügung steht. Kunstprogramm auch, ja. Ja, vielen Dank, lieber Georg. Das wär's.